Yo, hallo Leute und willkommen zurück zu der nächsten Folge von Wolfenstein The Old Blood. Und jetzt müssen wir uns beeilen, der Fettwanst hat uns den Rücken gekehrt. Und jetzt müssen wir schnell das Ding hier aktivieren, um durch die Tür zu kommen. Los, beeil dich, Mann. Komm, 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 bevor der Bastard uns sieht. Juh, das haben wir schon mal geschafft. Was geht hier ab? Fresschen! Hier ist eine Karte. Gucken wir mal, was die Karte uns sagt. Immer noch finde Wesley. Den Bastard haben wir immer noch nicht gefunden. Da oben gibt es irgendwie irgendein Ausrufezeichen. Wahrscheinlich irgendeine Sidequest vielleicht sogar. Das wäre natürlich extrem geil. Oder auch nicht. Hä? Ah, hier müssen wir hoch. Das zeigt vielleicht nicht. Das zeigt keine Nebenquest, sondern vielleicht eher einfach nur so einen Weg, wo man lang kann. So eine Abkürzung oder allgemein den Weg. Falls man mal nicht weiß, was man machen soll, einfach auf die Karte schauen. Gut gemacht, Bethesda. Ein paar Steine werfen hier. Ja. So, da unten ist ein räudiger Köter. So ein gepanzerter Hundi. Hundileinchen, komm her. Komm her, Hundileinchen. Hurensohn. So. Wir müssen jetzt hier runter. Aber wenn wir hier runter gehen, wo müssen wir hin? Da unten ist, glaube ich, eine Luke. Obwohl wir die Hunde ja relativ leicht töten können. Warten jetzt trotzdem mal, bis der Typ sich umdreht. Jetzt verstecken wir uns mal hier. Ah, wie gesagt, um die Ecke schauen, ne? Das wäre unbezahlbar. Verpiss dich, du Köter. Oh Mann, scheiße, Alter. Hier geht's nicht rein. Wir müssen zur anderen Seite. Ich hab gedacht, hier kommen wir rein. Wir müssen da rüber. Da. Jo, komm, 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 komm. Da hinten den Goldbarren, die will ich. Ah, ne. Hundefutter liegt da. Hundefutter brauchen wir nicht. Ich bin noch satt vom letzten Mal. Ah. Ey, cool, die kann man auch lautlos töten. Das hätte mir mal jemand vorher sagen können. Was haben wir hier? Also man muss gedrückt halten. Notiz des staatlichen Veterinärs. Herr Jäger, ich weiß zu schätzen, dass Sie sich um Ihre Gesundheit sorgen. Aber ich kann Ihnen versichern, dass kein Eingriff notwendig ist. Ich bin mit Ihnen in der Tat einer Meinung, dass Sie in letzter Zeit etwas irritiert und zurückgezogen wirkt. Sie in letzter Zeit etwas irritiert und zurückgezogen? Wer ist mit Sie? Wer ist Sie gemeint? Okay, aber lassen Sie mich Ihnen zwei wichtige Dinge mitteilen, dass Sie beruhigen dürften. Erstens, wenn Sie ihr die Medikation zweimal täglich wie vorgeschrieben verabreichen, sollten sich die Nierensteine auf natürliche Weise auflösen. Und zweitens, ich weiß, dass Greta mehr als nur ein Hund für Sie ist, aber wenn dieses Leid überstanden ist, wird sie es schnell hinter sich lassen und wieder ganz die Alte sein. Ottmar Wiener, staatlicher Veterinär. Greta, habe ich schon mal gehört. War das nicht genau? Das ist doch das komische Haustier von den Typen. Der Köter, ja, so war das. Hier können wir rein. Was gibt's hier Schönes? Eine Leiter. Ein verborgener Pfad. Dann klettern wir mal hier runter. Aber wir können die Leiter nicht nutzen. Wir plumpsen einfach runter. Ich sehe schon kommen. Jo, so habe ich mir das vorgestellt. Die Musik wird spannend. Wo kommen wir jetzt hin? Oh Mann, die Musik erinnert mich irgendwie ein bisschen an Outlast. Ja, bei Outlast war auch so komische Pfeifmusik. Wollen wir hier schon lang? Ich will nichts verpassen, ich will nichts liegen lassen, ich will alles mitnehmen. Ah, hier gibt's bestimmt wieder nichts. Hier gibt's nichts. Aber hier, Goldbarren. Genau die haben wir gesucht. Gold 04. Ich glaube, wir haben aber erst zwei oder drei gefunden mit dem hier, oder? Dann haben wir leider schon welche verpasst. So wie es sich anhört und wie es aussieht. Also, hier sind wir runter. Da kommen wir nicht lang. Hier sind wir rum, was auch immer das für einen Sinn macht.
Und dann können wir noch hier lang. Hier waren wir auch noch nicht. Nee, hier waren wir noch nicht. Das ist neu. Set's new. Die ganze Gülle hier. Erstmal kurz in die Gülle stellen hier und abduschen. Ja, damit wir sie nicht mehr so nach Köter stinken, sondern nach Pisse und. Ihr wisst schon was. Benutze Rohre, um damit brüchige Mauern, Wände zu zerstören. Doch mal gegenschmetterndes Ding. Tja. Es hat ja wunderbar geklappt. Schnell hier hoch. Was auch immer uns hinter dieser Kante erwartet. Ich höre schon wieder grobes Stampfen von irgendwelchen Robotern. Und eine kleine Maus oder eine Ratte. Wie süß. Können wir auch wieder hoch? Süße kleine Maus. So. Oh, hier ist wieder ein Köter. Schnell mal töten den Bastard. Schnell mal töten den räudigen Köter. Können wir das kaputt machen? Nein. Wir werden bestimmt eh gleich entdeckt und dann wieder brutal beschossen. Der Köter schläft aber, glaube ich. Oh. Von wo kommt der? Von wo kommt denn der? So. Da sind wieder Goldbarren. Unser heißgeliebtes Secret. Ja, wo ist der? Ist der über uns? Kann das sein? Also hier finden wir bloß den Goldbarren. Und dieser Fette ist, glaube ich, über uns. Kann uns hier also, glaube ich, nichts tun. Oder sind wir jetzt wieder hier rausgekommen, wo wir vorhin rein sind? Und weg mit dir. Zack. Tot. Ja, wenn wir schon hier sind, tätig sein. Befreien wir dich auch, Kumpel, von deinem Leid. Ich bin ja eigentlich Hundeliebhaber. Aber ihr seid so gefährlich und hässlich, dass ich euch einfach ummetzeln muss. So, hier ist wieder eine hübsche Leiter. Frisch gestrichen. Wohlgemerkt, ja. Mit Gold, mit Blattgold. Verziert. Oh, 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 oh. Hoffentlich kommt er nicht hier lang jetzt. Es war so logisch. Es war so klar. Hübsche Gatling-Gun, die kannst du mir ruhig mal rüberschmeißen. Damit ich dir auch deinen hässlichen Schädel wegschießen kann. Nun hör auf zu prollen. Dreh dich um und wende dich deiner Arbeit zu. Nun los, verzieh dich. Ich weiß gar nicht, was bringt uns jetzt hier? Achtung! Was passiert jetzt? Ach so, jetzt können wir ihn außer Gefecht setzen. Müssen wir bloß überlegen, wo wir hin müssen. Ich jump einfach mal hier ein bisschen im Sprint. Alter, geil, den können wir sogar töten dann. Ja, hätte ich das mal früher gewusst. Das ist cool, wenn wir den töten können so. Dann ist es natürlich extrem simpel, sag ich mal. Oder was heißt extrem? Aber es ist auf jeden Fall viel einfacher, wie als wenn man ständig schauen muss, wo ist dieser Typ? Wo ist der andere Typ? Wo ist der nächste Typ? Und kaputt hauen hier. Dosenfutter. Mh, lecker. Schön Linsen eintopfen. Mh, sehr gut. Hätte ich jetzt auch Bock drauf auf schöne Linsen. Könnten wir doch eigentlich hier machen. So ein hübsches kleines Feuerchen. Und erstmal schön Linsen essen. Mit kleine Würstchen dazu. Und rein. Wir sind in der Decke, so wie es aussieht. Oder im Lüftungsschacht.
Fast wie bei Alien Isolation. Und wieder können wir nicht runterklettern, sondern einfach nur springen. Ich hätte jetzt gelacht, wenn wir gewiped wären. Oh, da hat einer Blut geschissen. Oh, oh, da hat einer richtig die Scheißerei gehabt, ey. Und da war mehr Blut bei, als wie Kot. Das ist ja echt kacke gelaufen, würde ich sagen. So, hier ist irgendwie tote Hose. Gibt's hier was zu entdecken? Lauter Verrückte. Das ist doch der Typ, oder? Das ist doch der räudige Bastard. Alter, ich töte dich. Ich werde dich einfach nur töten. Du möchte gern, Chef. Oh, Kumpel. Sie kennt das Geheimnis. Was hast du zu sagen? Erzähl mir von dem Geheimnis. Was weiß Helga? Oh, mein Junge. Bist du von der Front zurück? Ich hätte nie gedacht, dass ich dich wiedersehe. Oh, mein kleiner, süßer Junge. Oh. Alter, ist der krank. Tut mir leid, alter Mann. Du verwechselst mich mit jemandem. Ich dachte, eine Sekunde lang. Du wärst mein Junge. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Was liegt hier? Ah, wieder gedrückt halten. Artikel, mittelalterliches Schwert in Wulfburg ausgegraben. Unter einer Straße in Wulfburg fanden Archäologen die Teile eines alten Schwertes. Die Waffe wurde auf das 10. Jahrhundert datiert und gehörte einem mittelalterlichen Ritter. Lotti Kohl, die Leiterin der Ausgrabungsstätte, äußerte sich heute begeistert über den historischen Fund. Der Ritter stand in Diensten von König Otto, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, als er aus unbekannten Gründen auf den Straßen Wulfburgs zu Tode kam. Ein Zusammenhang dieses Funds mit der Zerstörung Wulfburgs im Jahre 965 nach Christi konnte nicht nachgewiesen werden, aber er unterstreicht die unten örtlichen Historikern beliebte These, dass eine von König Otto ausgesandte Gruppe von Rittern getötet wurde, als sie vergeblich versuchte, die Stadt von den einfallenden Plünderern zu verteidigen. Ja, informatives Zettelchen. Also Kumpel, nein, ich möchte deine Hände nicht anfassen, aber ich halte nach deinem Sohn Ausschau und ich schicke ihn zu dir, wenn ich ihn finde. Wenn er noch lebt. Viel Glück, alter Mann. Tschüss. Hier können wir durch. Laufe vorwärts und drücke L3 plus Kreis, um mit Anlauf zu rutschen. Und schwupp! Zwar wurde bei ihr Demenz festgestellt. Die Medikamente machten sie benommen und merkwürdig. Ich erinnere mich noch an ihre Augen, die dreckigen Fenster an einer verlassenen Hütte. Meine Mutter dachte, dass es durchs Blut übertragen hat. Blöde Gabe. Ach, das waren wir jetzt, der da gesprochen hat. Ich habe gedacht, hier flüstert irgendeiner mit uns. Wo geht's hier hin? Einzelzelle nach rechts. Es gibt nur eine Einzelzelle. Isolation. Hydrotherapie. Schauen die denn alle ihre Hände so an? Was machst du, Kumpel? Er leckt die Fliesen ab. Er leckt die Fliesen ab. Ey, da ist noch der ganze Schweiß von den anderen Gefangenen dran. Er braucht Salz. Der Kollege braucht einfach Salz. Was hast du gemacht? Hier hingekackt oder was? Er legt sich erstmal hin. Schön abgeschissen und dann erstmal ein Nickerchen machen. Hallo? Hallo? Will denn keiner mit mir sprechen? Hm. Die haben alle keinen Bock mit mir zu reden. Was ist hier? Wieder ein vollgeschissenes, vollgeblutetes Klo. Uiuiui. Was geht denn hier ab? Da hat aber jemand Langeweile gehabt und die Tage gezählt. Würde ich vielleicht auch machen, wenn ich nichts anderes zu tun hätte. Und wieder können wir nur springen, aber diesmal nicht so tief fallen. So, jetzt hänge ich fest. Aber ich kann rüberspringen. Hier kann ich mich jetzt schlafen legen?
Was bringt denn schlafen liegen? Geil, was ist das denn? Cool. Das ist ja witzig. Wo sind wir hier? Können wir hier... Oh, oh. Da sind böse Hunde, die sind... Stirb! Das ist geil, Alter. Ah, das ist crazy, Mann. Ey, der nächste Köter. Ey, sind wir jetzt gerade in Doom, oder was? Ey, wir haben keine Munition mehr. Fuck. Ui, ui, ui. Ist das geil, ich drehe mich mit und der Hund macht Breakdance. Wie cool ist das denn? Also ich glaube, wir sind jetzt hier in so einer Art Labyrinth und müssen hier Erdnüsse sammeln oder was auch, Walnüsse, keine Ahnung, was das hier sind. Walnüsse nicht, aber irgendwelche Töpfe oder was? Alter Mann, was geht hier ab? Was geht hier ab? Das ist schon ein toter Hund. Wo geht's hier rein? Oh, noch ein Köter. Komm, ich töte dich! Stirb! Du blöder Köter! Oh Mann, der hält aber viel aus, der Köter. Und wir regenerieren uns wieder. Das ist auch praktisch. Lass mich zurück! Also, wir haben hier eigentlich schon mehrere Türen geöffnet. Aber wir wollen natürlich alle öffnen. Denn hier drinnen ist es sehr spannend. Und cool. Alles klar, ich sehe nichts mehr. Die Kameraführung ist perfekt. Nein! Was gibt's da drinnen zu holen? Wir sind wieder aufgewacht. Was gibt's da drin? Medischock. Ja, gut, Leute. Dann machen wir auch erstmal wieder einen Break. Ja, ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn es dann wieder heißt Wolfenstein The Old Blood. Wenn euch das Video gefallen hat, wäre es cool, wenn ihr mich unterstützt in Form eines Likes, eines Kommentars. Ja, das wäre sehr nice. Noch nicer wäre es natürlich, wenn ihr mich abonniert, auch keine Videos mehr damit verpasst. Was ich aktuell Let's Playe, nehmt ihr meine Playlists oder meine Kanalinformationen oder vielleicht einfach auf meinen Kanalbanner, ja. Da könnt ihr sehen, was ich als nächstes spielen werde. Anregungen, ansonsten Kommentare könnt ihr mir gerne schreiben. Ich würde mich freuen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns bei der nächsten Folge von Wolfenstein The Old Blood. Bis dann, tschüss.